Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Might and Magic Teil 6. Mit mir dem Captain. Hier, der Zirkus ist hier nicht. Ich wollte mal ein Auge machen. Wie denn da? Habe ich irgendwie. Kram verpasst. Schon mal hier bin, kann ich auch einfach gleich nochmal machen. Drüben war doch was, ne? Ah ne, da oben ist er. So. Oh, du hast sogar noch Charisma gekriegt. Wahnsinn. Also tatsächlich noch. Oh, da drüben ist die andere Insel. Das ist, glaube ich, die Intelligenzinsel. Ja. Das haben alle gekriegt. Noch, also waren wir noch eine Stunde, alles klar. Dann kannst du auch zurück, ne? Mal ein bisschen Tempo. Und wir sind angekommen. Gut. Tag, wir haben Oktober immer noch. Okay. Hier können wir zumindest mal unsere Zauberpunkte auffüllen. Geschlossen. Ja, ist auch geschlossen. Okay. Gut, na, wenn der geschlossen ist. Geschlossen. Der Tempel ist auch geschlossen. Na gut. Was machen wir denn dann? Tempel geschlossen. Alles geschlossen hier, ne? Ein Arsch voll Equipment. Ja, das werden wir erstmal verkaufen. So, wie lange noch? Ach, die Nacht. Ach, ist ja gleich vorbei, die Nacht. Mensch. Dann komm. Gucken wir erstmal, ob hier alles ich auch... Ich weiß nicht. Da ist schon mal was nicht identifiziert. Ich weiß nicht. Mach mal was nicht identifiziert. So, der Rest ist alles identifiziert. Okay, gut. Zack. Zack. Die brauchen wir nicht hier. Die können wir jetzt inzwischen zu ihm geben. Der braucht die nämlich dringender bestimmt. So, leere Flaschen. Ich würde irgendwie sagen, die verschiedensten Tränke können wir auch mal verteilen hier, ne? Dass jeder so wenigstens einen von jeder Sorte so hat, ne? Machen wir es mal so. Du hast den und du hast den
Tiere. Vollbracht. Nicht mehr. Ja, also du hast einen solchen und einen solchen. Kenne ich nicht. Ach, der hat auch noch ein Breitschwert und einen Kältezauberstab 52. Flammen und Kältezauberstab. Aha. Ah, 3W4, 3 bis 4 Kälteschaden, okay. Punkte Feuerschaden. Drei bis vier Kälte. 500. 800. Okay. Da ist noch ein grüner. Mhm. Können wir mal alle hier rüber tun. Mir reicht eigentlich die Reihe unten aus, ne? Jetzt sortieren wir hier einfach mal ein bisschen. So. Das ordnen wir auch mal hier unten an. Da ist sogar noch eine grüne Flasche, siehst du? Hätte ich jetzt glatt noch übersehen, die grüne, ne? So. Noch tauschen. Die Dinger noch einsortieren. Und du kannst dahin. So. Und geschlossen. Immer noch geschlossen. Eine Stunde noch warten. Willst du etwas kaufen? Alles klar, wir können verkaufen. Endlich! Wahnsinn! Waffenschmied! Hier, wir haben ganz viele tolle Waffen da drüben gefunden. So. Dich behalten wir. 401. 8600. Okay, dich schmeißen wir weg. Ja, komm. Dich können wir auch verkaufen gleich mit. Aber sind noch irgendwelche Waffen hier? Nee, der Rest ist alles Rüstung. Bis bald! Rüstung. Ging nur in den Rüstungsshop und der ist... geschlossen! Ach, du machst ja eh erst um 8 auf. Mann, die Alchemisten machen immer so spät auf.
So. Ja gut, die paar Goldstücke will ich jetzt nicht drauf einkommen lassen. So, Rüstungsklasse 7, dann kann ich mir auch einen richtigen Helm anziehen. Brauche ich keine Krone. Bis demnächst. So. So, meine Herren. 1, 2. Was du siehst, ist alles, was ich habe. Ja, und ich gebe dir Nachschub. Hier ein Ring. Federfall, Erwachen. Schwäche heilen. Sehr gut. Und? Irgendwas Besonderes hier? Kälteresi? Danke, komm bald wieder. Ja, immer noch, gerne. So, und das zweite Schwert haben wir jetzt zur Seite gelegt. So. Ach genau, du hättest noch einen zweiten roten Trank kaufen können. Das ist alles, was ich habe. Genau. Und noch ein paar leere Flaschen. Danke, komm bald. Zack, leer, leer. Genau. So. Können wir dir helfen? Und jetzt ist er natürlich da. Heilen. Heilen. Einen schönen Tag. So. Ja, geh mir aus dem Weg. Da hinten, das ist doch der Brunnen mit den Astralpunkten, ne? Yep. Jetzt machen wir mal was. Probieren wir einfach mal was. Jetzt setzen wir mal das Leuchtfeuer. Ah ja, Leuchtfeuer setzen, Leuchtfeuer zurückrufen. Okay, 9 Tage hält. Gut. Dann kann ich ja jetzt in den nächsten Tempel gehen, ne? Hier hinten ist ja noch ein Tempel. In den will ich ja eigentlich auch noch gehen, ne? Tempel der Faust. Oh, Tempel der Faust. Das klingt sehr... sehr, sehr, sehr gefährlich, ne? Oh, wo sind wir? Aha. Oho. Hä? Wieso hat denn der jetzt, Nichts wie... Wieso hat der jetzt nur noch die Hälfte der Lebenspunkte? Das verstehe ich jetzt nicht. Hatte ich den nicht geheilt gerade eben? Können wir dir helfen? Einen schönen Tag. Okay. Ich bin schon gewundert, warum hat er wahrscheinlich beim Heilen nicht aufgepasst, wie üblich, ne? Nochmal Fackellicht an, dass wir noch ein bisschen was sehen. Okay, da geht's runter. Hier sind Gegenstände. Schädelhaufen der Schwäche.
Ja, wir können ja mal checken. So. Die Schädelhaufen scheinen dich zu schwächen. Okay. Ja, und? Sie scheinen mich zu schwächen, aber ich sehe nirgendwo was. Schutz von Magie, alles klar. Dann Schutz von Magie. Ah, okay, hier sind die Ratten. Eine Panzerrüstung. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich keine gekauft. Ein voller Sack mit Zeug. Aha. Alles Breitschwert. Nein, Nummer 1. Ach, wie schön. Was hat er denn jetzt gemacht? Vergiftet. Ach, Mann. Und was ist das hier? Fässer? Aber die Fässer sind allesamt leer, ne? Und wenn die Ratten das größte der Gefühle ist, dann alles klar. Gut, vielen Dank. Dann haut sie weg, die Ratten. So. Heißt ein Pfeil, Fackeln, flackernde Fackel, okay. Alles klar, ne? Und ein Schalter. Hinter den Fässern flackernde Fackel. Alles klar, ne? Das ist ein Schrank. Verstanden. Hier ist Geld drin. Her mit eurem Zeug, ne? Aha. Federfall. Mondring. Und aha. Oller Speer. Oh. Feenstab der Funken. Wie schön. Oh, warum siehst du eigentlich schon wieder so übel aus? Wach. Und du hast kaum Lebenspunkte. Du hast also den ganzen Zauber abgekriegt, nehme ich mal an, ne? Schwäche heilen. Und heilen einmal. Zweimal, und damit bist du doch schon wieder im Geschäft, ne?
Ey. Sie gehen vor allen Dingen immer auf den... auf den Paladin drauf hier, weißt du? Warum eigentlich, ne? Weil das der Einzige ist, der bei mir in der Gruppe heilen kann. Und dabei hat er noch so einen guten Rüstungsschutz, ne? Schrank. Alles klar. Verstanden. Zack, 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 Geld her. Hm. Eine Axt. Hm. Aha. Ein alles Amulett. Hm. Und Brief vom Tempel des Bar. Hm. Es scheint, als sei der Kristall, den ihr entdeckt habt, nicht ganz das, was wir erwartet hatten. Aber wir schätzen seinen Gebrauch. Wir werden einige Kleriker schicken, um diesen Kristall zu untersuchen und dann entscheiden, was zu tun ist. Rechnet in wenigen Wochen mit ihnen. Okay, also der Kristall soll auch für die Bar-Anhänger dann sein. Das hätte ich mal ein bisschen besser vorbereiten müssen. Jetzt sind sie gewarnt. Jetzt sind sie gewarnt und jetzt werden sie höchstwahrscheinlich auch weitere Vorkehrungen treffen. So, da ist einmal der Abt da hinten. Wenn ich auf jeden Fall mal einen Säure reinschieben kann. Wunderbar, die Säure klappt doch. Perfekt. Und ein Verbrennen hinterher. Okay, dann kriegst du noch mal eine Säure hinterher. Die Säure hat gut gewirkt. Und damit ist der Ab weg. Vielleicht lauft er mir noch mal durch die Flinte. Ja, jetzt zum Beispiel. Ein Mönch. Okay. Scheiße. Oh, der Abt ist wieder da. Gibt es hier vielleicht nicht noch was, was ich machen kann? Da hat es doch noch irgend sowas. Ach so, den habe ich nicht genommen, ne? Den habe ich nicht genommen, den Zauber, ne? Deswegen. So. Feuerball. Nein! Ich habe mich selber... Jetzt. So. Ein Abt, zwei Abte. Ah, okay, gut. Dann... Ja. Verbrennen. 56. Kraftheilung. Säurestrahl. 12 Punkte nur. Mist. Jetzt hauen sie ab, ne?
Ja und? Wo seid ihr? Komm. Da ist der Mönch. Ey, es ist nervig. So. Jetzt, so. Einer weniger. Weiter. Du musst Schwächeheilen machen. Einfach schwach gezaubert, ne? Der Mönch und der Abt. Jetzt noch, ja, nicht genug Zauberpunkte mehr. So, er ist tot. Und der Abt ist auch weg. So. Damit haben wir hoffentlich jetzt diesem scheiß Laden den Garaus gemacht, ne? Sollte es doch so sein, oder? Ja, das war's, ne? Du hast den Kristall des Bösen zerstört. Okay. Damit geht's jetzt raus. Habe ich gar nicht Lloyd Speaking einsetzen müssen. Aber jetzt kann ich rübergehen zum Tempel und wieder heilen. Heile ich mich einfach wieder voll mit ein paar Goldstücken. Ich meine, das ist recht günstig hier. Können wir dir helfen? Na? 40. Einen schönen Tag. Einen schönen Tag, jawohl. Und im Grunde genommen. War noch da drüben dieser, das da, ne? Ist das nicht dieser Tempel der Sonne? Ne, genau. Ich glaube, das war der Tempel der Sonne. Da wollen wir ja auch noch mal hin. Der ist ja neben diesem Bartempel, ne? Ja, Sonnentempel, wusste ich es doch. Okay. Oh.
das war Inferno. Oh, ist der schwach jetzt? Oh ja, der ist schwach. Schwäche heilen. Mensch, und der Abt ist fast tot, ne? Na endlich. Irgendwo ist noch einer hier, ne? Ach, hinter mir, Mensch. Gibt's doch nicht. Komm, mach mal. Geld. Mehr gibt's nicht. So, jetzt machen wir mal das, was ich ausprobieren wollte noch beim letzten Mal. Ne? Ach scheiße, ich kann kein Lloyd-Speaken machen. Nein, oh Mann. Wie lange habe ich noch Wasserwandeln? Noch 44 Minuten. Oh, nichts. Yes. Komm, das kriegen wir noch hin. Wieso geht denn das jetzt nicht? Du hast doch Wasserwandel noch. Haha, danke. Ey, sowas. Ey, der hat gerade so überlebt. Danke sehr. Können wir dir so helfen? Hier, bitte sehr. Und warum? Weil Wasserwandel nicht da war? Wir spenden auch nochmal bei dir. Sind jetzt 8 Bar nur noch, okay. Schutzengel, 44 Minuten. Liegt das vielleicht an meinem, meinen Spenden, die ich gemacht habe? Hier ist jedenfalls nichts Besonderes. So.
Ach, das war der Privatbereich vom Abt. Suchgegenstand, der Becher. Oh, ein Schild. Gut. Und? Verstanden. Mit Ruhe. Aha. Komische Axt. Ah, die kann ich wieder verstauen. Aha. Schriftrolle. Ah, da ist ein Geheimbereich da hinten. Interessant. Sieht doch so aus. Dafür ein Minotaurenkönig. Inklusion. Oh, 13. Oh, der hat echt viel. Ja, das ist viel. Fliegende Faust bringt gar nichts. Punkte. Nervenschock bringt auch nichts. 91. Oh, du haust deftig zu. Ja, danke. Nichts wie weg. Super. Warum haut denn der so feste zu, der scheiß Minotaurer? So, Auferstehung. Ne, Tote auferwecken. Na gut, dann... dann muss ich wohl doch mal zum... Der Orden von Bar heißt dich willkommen, Freund. Ja. Doch mal dahin, ne? Der Orden von Bar heißt dich willkommen, Freund. Verdammt. Muss ich wohl mir ein dickeres Fell zulegen hier. Erstmal, zack. So. Einhaut. Heldentum. So, jetzt haben wir die wichtigsten Buffs. Doch her oder bleibst du da draußen? Ja, kommst auch raus. Ah ja, und der ist natürlich auch 16 Punkte Blitzstrahl. Warum mache ich eigentlich Blitzstrahl? Das verstehe ich nicht. 13 Punkte, so.
schwere Zauber, ne? Säurestrahl muss ich machen. Ey! Was soll das denn jetzt? Der kann mich auch noch wegmagien oder was? Tot machen? Ey, darf nicht wahr sein, oder? Scheiß Minotaurus. Kann ich ihn nicht in Stein verwandeln? Steinhaut, Stein zu Fleisch, da versteinern. Geht natürlich nicht. Scheiße. Da hinten geht's noch weiter. Was soll denn das? Ah, jetzt kriege ich mit der Steuerung auch noch Probleme. Das passiert, wenn's schwierig wird, ne? Ja, die zwei sind gefährdet, ne? Ja, komm. Verbrennen. Rennen 38 nur. Komm, nochmal. 83. 11. Die Hälfte hat er. 19. Naja, die Hälfte noch nicht ganz. So, jetzt hat er keine Zauberpunkte mehr. Jetzt musst du anfangen, Tränke zu saufen. Hm.
hier nicht auch Kraft geben? Vollbracht. Oh. 41. Oh, nur 3. 34 Schaden. Schaden. 34. Drei Schaden. Gut. 40. 40. Wie mache ich das jetzt? Flammenfeuer oder was? Du hast echt die stärkste Waffe da noch, ne? Ist deine Waffe kaputt oder? Ach, deine Rüstung ist sogar kaputt. Repariert. Ah. Repariert. Da kann ich nichts machen. Ach, okay. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Aha. Ich kann nichts machen. Tja, da kann ich nichts machen. Ich kann nichts machen. Oh Mann, weißt du, weil die alles kaputtgeschlagen haben, deswegen. 8 Schaden. 11 Schaden. 40 Schaden. Jawohl, wir haben ihn. Ha. Das war's. Dafür ist aber auch die ganze Scheiße hier, die ganze Rüstung und alles kaputt gegangen, ne? So. Krankhafte Heilung. Und hatte ja gerade abgespeichert. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es daran geht, hier den ganzen Kram auszuräuchern. Bis denn, sagt der Captain.